Meine Damen und Herren, das Bundesland Salzburg wird in 5 Teile unterteilt. Da gibt es Flachgau, Dennengau, Bongau, Lungau und Pinzgau. Und jetzt bin ich gerade am Pinzgau, nämlich am Wildkogel heroben mit den Wildkogelburm. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Wildkogelburm, die Wildkogelbahn, der Berghorst Wildkogel. Es liegt eigentlich auf der Hand, warum ihr so heißt, wie ihr heißt, oder? Wie kam es zu dem Namen? Ja, genau. Es ist, wie du sagst, das ist aufgelegt. Wir haben ein Fotoshooting gehabt mit unseren Vätern da auf dem Wildkogel vor einigen Jahren. Da waren wir noch kleine Buben. Und ja, dann haben wir gesagt, wir sind Buben und auf dem Wildkogel. Deswegen heißen wir uns Wildkogelburm. Und ich war da mal rodeln im Winter. Das ist ja unglaublich, was da geboten wird. Das ist die längste Rodelbahn Österreichs, oder? Sogar der Welt. Sogar der Welt? Ja, genau. Ich glaube 15 Kilometer, gell? 14 Kilometer sind es ganz genau. Unglaublich, das muss man gesehen haben. 14 Kilometer rodeln, sensationell hier. Aber es wird überhaupt viel geboten im Sommer und auch im Winter hier in eurer Heimat. Natürlich, also der Wildkogel bietet für die Gäste sehr, sehr viel. Wie du schon gesagt hast, im Sommer und im Winter. Im Sommer haben wir da zum Beispiel eine Mountain-Kart-Strecke oder da in der Kirche den Rutschenweg. Dann haben wir einen neuen Wandertipp, das ist der Drei-Seen-Weg. Das erstreckt sich über die drei Speicherteiche. Und natürlich auch für die Biker, Wanderer ist ja alles mit dabei. Und im Winter, wie du schon sagst, 75 Kilometer präparierte Pisten und alles eigentlich mit dabei für Après-Ski, super. Seid ihr als Wildkogelburm hier in der Region im Sommer und auch im Winter im Einsatz? Ja, natürlich, ja. Okay, also das heißt, ihr spielt auch Après-Ski und so? Natürlich, Vollgas. Okay, also jedenfalls, ich habe die zwei Burschen gesehen und zwar in Elmau beim Alpenländischen Musikherbst, hieß damals noch Musikherbst am Wilden Kaiser, ein Zelt mit 6000 Besuchern und ihr habt den Nachwuchswettbewerb gewonnen. Das muss ein unglaubliches Gefühl sein, oder, in dem Zelt? Ja, das war echt der Wahnsinn. Also 6000 Leute und wie man da sieht, die Leute haben eine Gaudi gehabt, wie wir gespielt haben, Standing Ovations, es war der pure Wahnsinn für uns. Und war das mit dem Stefan Moos bei Immer wieder Sonntag, war das vorher oder nachher? Das war vorher, ein Jahr vorher, da waren wir auch mit dabei und ja, wir haben schon einige coole Sachen miterleben dürfen. Es war echt der Wahnsinn. Und in Elmau dann mit dir als Moderator, wo wir dann den Preis mit nach Hause mitgenommen haben, also einen Nachwuchswettbewerb gewonnen haben, das war echt der Wahnsinn. Ja. Also mit anderen Worten, so seit, Christoph, das muss ich dir mal fragen, seit sieben Jahren gibt es euch und es läuft eigentlich so richtig gut, immer mehr und immer mehr. Ja genau, also Musik spielen ist einfach unsere Leidenschaft und es war so eigentlich, wir haben 7 Jahre gewohnt, haben wir Musikinstrument erlernt, ich die steirische Harmonika, der Lukas die Trompete und unser erster gemeinsamer Auftritt war beim runden Geburtstag von unserem Großvater. Haben wir ihm zum Geburtstag viel Glück für ihn gespielt und ihm hat es halt voll gefallen und der Opa hat dann gesagt, jetzt lernt ihr die Klassiker, grüß dich gut, Frau Wirtin und die Sachen. Und so weiter, ja. Genau. Und aber das Besondere an euch zwei, das was ich sehr gut finde, ihr seid jetzt nicht ein Duo in der typischen Besetzung mit Quetschen und Gitarre, sondern ihr macht es hauptsächlich Harmonika, also Quetschen und Trompete. Genau, unseren Fokus legen wir eigentlich auf Ziehharmonika oder steirische halt und Trompete, genau, weil das ist nicht so oft wie steirische und Gitarre natürlich. Und das ist auch das, was ich immer wieder predige, man muss irgendwas machen, man muss irgendwas haben, was es so noch nie gegeben hat. Und ich wüsste jetzt eigentlich nicht, obwohl ich auch schon 30 Jahre unterwegs bin, ich kenne kein Duo, das mit Harmonika und Trompete spielt. Da seid ihr wahrscheinlich die Einzigen und das ist gut. Genau. Und jetzt euer neues Lied, was ihr jetzt produziert habt, wie heißt der Titel? Lass dich nicht verbiegen, heißt der Titel. Erzähl uns, Lukas, um was geht's bei dem Titel? Lass dich nicht verbiegen. Ja, bei dem Titel geht's um das, so quasi, weil die Welt ist ja nicht immer ganz einfach und wir haben auch mittlerweile schon einige Sachen miterlebt bei der Musik, positiv und negativ auch. Und ich muss sagen, das Wichtigste ist immer, sagen wir immer beide, lass dich nicht verbiegen, sei wie es bist. Und um das geht es in diesem Lied. Und ich glaube, dass das eine wichtige Message ist, die was wir mit dem Song nach außen tragen wollen. Meine Damen und Herren, die Wildkogelburm mit ihrem Song Lass dich nicht verbiegen. Schon in jungen Jahren bist du erfahren, wie hart die Welt sein kann. Du willst jedem gefallen, doch wenn du sie brauchst, lassen sie dich fallen. Whoa. Doch zu stark ist das Problem,
verbiegen und nicht unterkriegen sein. Und ja, das alle lieben, wir leben im Hier und Jetzt. Das Handy ist besetzt, der Oldtoo-Cast. Lass dich nicht verbiegen und nicht unterkriegen sein. Und ich tat, was alle lieben. Heu davor und chill dein Leben. Das wär was, bis es geht, weil sonst Handys geht. Egal was du erreichst und wo du auch bist, vergiss den Ursprung bitte nicht. Wir haben das Privileg, jeder hat seinen Weg, auf dem er geht. Oh. Schätz die Leute rund um dich, denn sie lieben ja auch dich. Lass dich nicht verbiegen und nicht unterkriegen sein. Und ich hab das alle lieben. Wir leben im Hier und Jetzt. Das Handy ist besetzt, der Oldtoo-Cast. Lass dich nicht verbiegen und nicht unterkriegen sein. Und ich hab das alle lieben. Heu doch vor und chill dein Leben. Es wär was, bis es geht, weil sonst Handys geht. Ist wie er ist, hat sein eigenes Schmieß, egal ob dick oder dünn, ob arm oder reich, wir sind alle gleich. Lass dich nicht verbiegen und nicht unterkriegen sein. Und ich hab das alle lieben, wir leben im Hier und Jetzt. Das Handy ist besetzt.